Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter. Und zwar geht es heute um das Digitalisieren einer kleinen Rokuhan Shorty-Lock. Die Dinger, die kann man ja recht günstig schon bei 20 Euro irgendwo kaufen im Internet. Manche verkaufen die auf 35, wie auch immer. Hier sehen wir mal die Packung, wo ich es bekommen habe. Und die hatte ich mir ursprünglich gekauft, hier unten steht es ja auch, in Klammern Geisterwagen, weil mein Plan ist, dass ich Geisterwagen damit bauen möchte. Also Waggons, die über einen eigenen Antrieb verfügen, wofür auch immer man das gebrauchen kann. Ob man damit was umbaustellen kann auf der Platte, ob man die als Hilfsantriebswagen nehmen kann oder wie auch immer, spielt erstmal keine Rolle. Jedenfalls für Geisterwagen habe ich das geplant, dass es soll keine Lok werden. Oder sie ziehen zum Beispiel Reinigungswagen über die Platte, die dann mal einfach da ihre Runden drehen. Das muss ich sehen, aber wie gesagt, plant. Ich habe gedacht, man kann den Geisterwagen draus bauen. Ich habe abgemessen, man kann diese von den Waggons, die Containeraufsätze, die passen ganz gut hier oben drüber. Oder irgendwelche kleineren Waggons oder man baut komplett was um. Das war mir eigentlich jetzt das Wichtigste bei, dass ich mir erstmal so einen kleinen, davon habe ich zwei Stück, Shorty-Loks mir gekauft habe. Und wir sehen, das ist einfachste Technik hier. Da ist ein Motor drin mit dem Schneckenrad, auf dem Zahnrad, alles aus Plastik, nichts Hochwertiges. Das ist, ich sage es jetzt mal ganz einfach, überhaupt keine Konkurrenz zu einem Märklin-Produkt. Aber darum geht es ja hier auch gar nicht. Ich habe mir das, wie gesagt, gekauft und möchte jetzt diesen Waggon, diese kleine Shorty-Lok, die habe ich auf meiner meinen Testring vorne habe ich den getestet, auf analog, läuft super, ist in dem Video mit der Bastelstunde zu sehen, glaube ich, wo ich das den Digital-Analog-Umschalter raufgebaut habe. Und jetzt hatte ich hier erstmal überlegt, wo kannst du überhaupt den Decoder hinbauen, weil ich habe das noch nie gemacht. Ja, also ich habe hier nie irgendwie was schon mal so in der Form gebaut. Ich habe einfach mir gesagt, okay, machst du, nimmst du gleich mit auf. Jetzt haben wir hier die Decoder, die kennt ihr alle selber. D&H-Decoder, die kleinen. Und dann habe ich mir nur ein Tütchen geholt und denke, probierst du jetzt mal aus, wo passt es hin? Und wie gesagt, ich habe mir das Gewicht da oben rausgenommen und wollte jetzt einfach mal nur probieren, weil es sieht mir nämlich so aus, als wenn der da oben hinpasst. So, draufgehalten und denke, naja gut, guck mal einer an. Da, das ist eine perfekte Stelle, um einen Decoder umzubringen. Klar, fehlt das kleine Gewicht nach oben drauf. Aber das kann ich ja irgendwo anders unterbringen. Da ist ja genug Luft drin, dass ich da vielleicht mit, ich sag mal, mit Wolfram knete, was da reinpappe, wo ich sagen kann, da habe ich das Gewicht wieder. Ich bin sowieso ein Freund von hohem Gewicht bei den Loks. Alleine schon, um meine ganzen Steigerungen auf der Steampunk-Anlage zu überwinden. Und das wollte ich mal probieren, wie es da reinpasst. Dachte ich mir, okay, die Kabel, die kannst du da unten durchschieben. Da geht es ja hinter zum Motor. Und ja, einfach mal ran und reingesteckt. Und die Kabel unten runter durch. Und siehe da, das würde dort perfekt passen. Also es muss noch ein bisschen was abgeschnitten werden. Aber ich sag mal so, gegen den Umbau einer Märklin-Lok, wo man da vielleicht noch mit der Fräse anfangen muss, sich da ein bisschen Platz zu schaffen, ist es hier relativ entspannt. Das ist weiche Plastik und also er passt da durchaus rein. Das Problem hier ist, er muss bloß ein bisschen so bis zu diesem, dass die Kabel so zu verschwinden sind und dann würde er bis hinten hin reinpassen und das ging auch, das geht auch, das werden wir nachher sehen. Und dann habe ich jetzt überlegt, okay, du brauchst ja bloß da oben so ein kleines bisschen abzuschneiden, da wo ich jetzt mit der Pinzette gerade drauf zeige, dass wir dort an der Stelle das dann abmachen. Das habe ich jetzt gemacht, das habe ich ohne Aufnahme gemacht, weil das war mir ein bisschen fummelig. Dann bin ich an die Kamera gekommen, dann ist mir die umgekippt und wie auch immer, jedenfalls war das ziemlich abenteuerlich. Aber das kann man sich bestimmt auch so ganz gut vorstellen, dass man das bisschen Plastik da oben wegschneidet und schon passt das Ganze nämlich hier wunderbar rein. Und wir sehen, die Stelle ist doch wie gemacht für den Decoder da oben. Dann kann man das Ganze hier zuklipsen und die Kabel da hinten raus, die Kabel nach vorne, das ist das Gelbe und das Weiße, das ist für die Beleuchtung, wenn man denn Beleuchtung machen möchte, aus Gründen auch immer. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen werde. Wie gesagt, die Loks, die Shorty-Loks, die habe ich mir einfach nur gekauft, um ein bisschen rumzubasteln oder eben diese Geisterwaggons zu bauen, die Licht kriegen. Ich kann es eigentlich einfach nicht sagen, ist aber auch erstmal völlig egal, weil hier geht es nur um die Digitalisierung der Kleinen. Jetzt habe ich hier den
Motor mal rausgelöst und wie mal reingucken können. Hier sind so eine Mikrodrähtchen drin, wie ich es bei meinen Dampfloks verwende, um vom Decoder zum Motor zu kommen. Da wickle ich dann immer zwei oder drei davon zusammen. Also ganz einfache Technik. Und ja, wenn es ein bisschen unscharf ist, ich sage es jedes Mal, ich versuche es, dass es immer echt scharf ist, aber die sind ja nur wirklich so klein in unserer Spur Z, dass ich deswegen ja immer mal ab und zu Unschärfe reinkriege in den ganzen. Aber das passt schon irgendwo. So, jetzt mache ich mal das hintere Fahrwerk ab. Es wird ja nur eins angetrieben, das mit den Zahnrädern, und das hier hinten ist ja nur so eine Stromaufnahme. Weil ich mir die Platine unten angeguckt habe, habe ich gedacht, okay, da sind dann sozusagen die Schleifer gleich an der Platine unten dran. Und wenn ich jetzt hier aufmache, da sehen wir es, da ist tatsächlich die Platine von unten zu sehen, wo lediglich so eine kleine, ich sag mal, Kupferbahn oder was auch immer das für Material ist. Und ja, mehr ist das tatsächlich nicht. Vorne gehen die Mikrodrähte drauf, dann geht das durch die Schleiferplatten unten durch und hinten ist der Motor aufgelötet. Ganz einfachste Technik und das war's schon. Also, Kneifzange genommen, links und rechts abgekniffen. Hier möchte ich gleich als Tipp mal mit im Kommentar geben, das würde ich nicht empfehlen. Ich habe es nachher so gemacht, dass ich die Drähte, den roten und schwarzen vom Decoder direkt auf die Platine gelötet habe. Somit hätte man jetzt die Drähte, die hier auf den Motor reingehen, dann entsprechend ja direkt dran und nicht irgendwo hier mit solchen extrem kurzen Sachen, wo man dann noch was isolieren muss. Hier sehen wir schon, der rote Draht vom Decoder direkt angelötet. Hier sehen wir es auch. Vom Decoder direkt auf die Platine unten drauf gelötet. Boah, die beste Technik. Und jetzt sehen wir natürlich die relativ kurzen Anschlusskabel vom Motor, die da so ein bisschen wegstehen, links und rechts. Das rote und das schwarze. Das kann man sich sparen, wenn man das wirklich nur unten ablötet, ist das entsprechend länger und dann kann man die Kabel oben rüberlegen. Das macht sie natürlich alles ein bisschen besser und entspannter nachher beim Arbeiten, weil man muss es eben nicht, wie man es jetzt hier sieht, hier habe ich dann die Isolierung drum, das ist so ein bisschen Klebeband, das kann man sich nachher sparen und da hat man noch einen Zacken mehr Platz. Wobei ich hier auch gestehen muss, ich habe mir überlegt, ob ich lieber die vorhandenen Drähte ersetze durch Mikrolitzen, damit man das Ganze auch hier sehen wir es nämlich ein bisschen gebeult, ein bisschen, es ist nicht hundertprozentig zugegangen. Das liegt aber daran eben an dieser Kabellösung, was ich gemacht habe. Mittlerweile kann ich sagen, ich habe die Lok fest zu, weil ich habe wirklich die kleinen Mikrodrähte genommen. Das ist aber wie gesagt hier für diesen Test, für diesen Ausbau überhaupt nicht erforderlich gewesen. Das sind Feinheiten, die kann jeder von euch selber machen, wie er gerne möchte. Ich habe es nachher gemacht, ich habe mir die Arbeit gemacht, nochmal alles aufzumachen und passt super rein. Den Decoder könnte man hier oben noch mit einem Tropfen Heißkleber ein bisschen fixieren, ist aber auch nicht wirklich notwendig, er sitzt ganz gut. Und wie gesagt, wenn man da drinnen noch ein bisschen mehr Optimierung macht von Kabeln her, wie ich es gemacht habe, geht die Lok ganz, ganz easy zu und fährt sauber. Auch hier, es ist keine Märklin-Lok. Ja, nicht, dass das jetzt einer mit einer wechselt, aber vom Fahrgefühl her ist das ein sehr komisches Fahren. Also wer die ganz normalen Loks gewohnt ist, ist das ein anderes Fahren. Aber ich denke mal, damit kann man was anfangen, damit kann man was machen. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn du es nachbauen solltest. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Tschüssi, dein Aquapainter aka Uli. Wenn du mich nicht abonniert hast, ich freue mich drauf, wenn du es machst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.